Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. So, jetzt machen wir ja mal weiter. Und falsch rum. Etwas im Weg. Mindestens nicht etwas im Weg. Ja. Doch. So. Habe ich wenigstens noch schaut, wie das Ding funktioniert. Und die anderen Dinger auch auf den da vorne hin. Weil hier 25% gehen, aber das haut ja nie hin. Ich verstehe es gerade nicht. Was habe ich hier falsch gemacht, habe ich den Eindruck. Na, wir drehen uns mal. So. Also für jedes Rohr sind zwei Kerne. Ich glaube, das Ding bei 60%, da müsste ich dann mindestens. Stopp. Stopp. Mensch. Das ist
Das war eine scheiß Idee, den auf der Rand zu nehmen. Ich mache mich da oben noch. Ich hasse die scheiß Kettenfahrzeuge echt. Wenn ich auch öschne. Ein Bollnisch-Rübenpanzer fahren, der ist um einiges besser zur Hand. Handy. Das Ding geht nicht weiter runter. Ich verstehe gerade die Technik hier dahinter nicht. Ich sehe gerade überhaupt nicht durch, wie das funktionieren soll hier.
hängt sich jedes Mal an der Scheißkante fest. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist ja. Warte, hier kann ich hier nochmal zurücksetzen. Auftrag. Kann ich nicht Auftrag abbrechen. So, kompakt, ne. So, fangen wir nochmal an. Annehmen. Irgendwas hab ich davor. Also mit dem Ding zu arbeiten ist nicht so einfach. Wieder das Gesülze los, wenn ich mal überspringen, das hat man sich schon mal angehört, aber irgendwas habe ich da mächtig nie verstanden. Du hast die Gunst der Stunde. So, ist die Paletten. Bei den Kran. Ab zum Hof mit dem Ding. Braucht man nicht. Ich mach das anders jetzt in der Bestell Paletten. Habe ich ein, also, ja, würde ich sagen, so habe ich die Pfeile. Mit dem Bagger, also mit den Kettenfahrzeugen, ist echt ein Kraus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte Fahrzeug und ich waren in dem Spiel keine Freunde, muss ich ehrlich sagen. So. Putsch. Übrigens mit dem Schlägel heißt, ich mach was mit dem Ding. So.
mich eingesetzt. Die Teilmauer im Ding. Vielleicht muss ich mir mal irgendwo bei YouTube angucken, wie die das machen. Und ich habe da irgendwie fehlt mir gerade Kreisenapsen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal das erste Ding da im Haken. Top. Das andere gucken wir uns nächste Folge an. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.